Herzlich willkommen zum Profit Recruit Podcast, dem Podcast für kluge Unternehmen. Mein Name ist Bianca Traber und hier dreht sich alles darum, wie HR Profit macht. Damit das mit Leichtigkeit gelingt, bekommen Sie hier neue Impulse, Fachbeiträge und Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und los geht's! Über gut gemachtes Employer Branding wird ja wie in vielen anderen Bereichen auch sehr gern und ausführlich diskutiert. Daher gibt es in unserer heutigen Folge Best Practice zum Anfassen. Naja, also fast. Wer uns und unseren Podcast kennt, der weiß, dass wir nicht nur praktisch veranlagt sind, sondern gern mit und von Menschen lernen, die nachweislich Erfolg haben. Und das Ganze langfristig. Denn wenn wir nur auf die Versprechungen hören würden, die uns jeden Tag entgegenschreien, in 30 Tagen mehr dies oder mehr das, alles ganz einfach, automatisch und super easy, dann kommen wir nicht wirklich weiter. Und das ist auch gut so, denn Erfolg war schon immer ein Marathon und kein Sprint. Über unseren heutigen Gast Daniel Buscher, geschäftsführender Gesellschafter von JobExpress, haben wir schon im April 2016 im Mehrwertblog berichtet. Seinen Weg zu einer echten Arbeitgeber zum Anfassen haben wir seither verfolgt. Also definitiv kein Sprint. Und das, was mich begeistert, ist einfach die Kontinuität, mit der Daniel seine Arbeitgebermarke nicht nur ausgebaut hat, sondern auch stetig weiterentwickelt hat. Und das macht wirklich Freude. So, und jetzt lassen wir Daniel erzählen. Hallo Daniel, herzlich willkommen zu dieser spannenden Folge. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Guten Morgen, liebe Bianca. Guten Morgen, lieber Daniel. Hallo. Hallo. Du, bevor wir starten, stell dich doch bitte ganz kurz vor. Also du meinst, ich soll den Menschen jetzt da draußen sagen, wie alt ich bin und so weiter. Das, ja? Ja, das. Das meinst du, alles klar. Okay, dann versuche ich es kurz und knapp zu machen. Also mein Name, das hat die Bianca ja gerade gesagt, ist Daniel Buscher. Ich bin ein Kind des Bergischen Landes, allerdings gebürtiger Düsseldorfer. Das ist mir sehr wichtig, Düsseldorfer. Und habe im März meinen 52. Geburtstag begangen. So, ich bin Vater eines 17-jährigen pubertierenden Sohnes, habe eine tolle Ehefrau und zwei Golden Retriever, mit denen ich regelmäßig vor die Tür gehe und sozusagen mit meinen lebenden Sportgeräten unterwegs bin. Sehr schön. Mehr ist, und ach so, genau, und ich mache die Personaldienstleistung jetzt seit 1998. So, okay. Mehr ist eigentlich nicht spannend an mir, okay, glaube ich. Wie bist du denn dazu gekommen, also überhaupt zu diesem Geschäft? Du, das war Zufall. Ich hatte nach meiner Tätigkeit bei einem Papiergroßhandel, hatte ich eine 100%ige Tochter der Herlitz AG damals in Berlin. Die haben dann den Standort in Hahn geschlossen. Das gab es damals auch schon und zugemacht. Hatte ich eine Stelle, die mich nicht so erfüllt hat und war auf der Suche dann nach einem neuen Job, als ich an einem finsteren Tag irgendwann eine Stellenanzeige, nein, er war natürlich total überflutet, eine Stellenanzeige des Unternehmens gesehen habe, damals in einer Tageszeitung. Damals war das tatsächlich noch, dass die Printanzeigen 1997, also dass das noch riesen telefonbuchartige Teile waren in den Zeitungen. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ne? Nee, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Das hatte was, also das hörte sich spannend an und war Personaldisponent. Damals war das ja noch kein Ausbildungsberuf, sondern damals war die Voraussetzung, du musstest im Vertrieb gearbeitet haben, musstest so ein bisschen reden können und kaufmännischen Background. Und in den Außendienst musstest du wollen, das weiß ich noch. Und das war bei mir der Fall. Und so habe ich mich auf diese Stelle beworben, bin auch eingeladen worden und habe mit meinem damals kommenden Gebietsleiter, ich war todkrank an diesem Tag, weiß ich noch. Ja. Gott, was du alles für Details erinnern kannst. Ja, ja, das sind so Dinge, ja. Das ist alles das, was dich im Leben ja irgendwie mal geprägt hat oder was wichtig ist, das hast du noch so auf dem Zettel, dass ich da sagen kann, dass dieser Gebietsleiter es total toll fand, dass ich trotz dieser furchtbaren Erkältung vom Vorstellungsgespräch dahin gekommen bin. Und das hatte ihm, glaube ich, so ein bisschen meine Einstellung zur Arbeit ein bisschen gezeigt. Ich weiß nur, dass ich von da wieder nach Hause ins Bett und mich aus
geschlafen habe. So, okay, und dann super. Kam die Zusage. So war das. Wie ging es dann weiter? Du, dann habe ich 1998 bei der besagten Firma angefangen, hatte die Abteilung Handwerker erstmal übernommen. Das war eigentlich genau meins. Das waren ja Gas, Wasser, Tischler, Maler, Lackierer, Kundenbetreuung, Mitarbeiterbetreuung übernommen. Hab die Abteilung relativ groß gemacht und zu dem Zeitpunkt dann, jetzt darf ich sagen, in welcher Stadt das war? Ja, na selbstverständlich. Okay. Ja, also es war damals Wuppertal und ich weiß, dass das Ende der 90er dann irgendwann Walmart nach Wuppertal kam und dort die Deutschlandzentrale installierte. Ja. Und mit Walmart kam dann tatsächlich ein sehr erhöhter Bedarf an kaufmännischen Zeitarbeitskräften, ich dann auch noch bedient habe und daneben noch die kaufmännische Abteilung mit aufgebaut habe, also mit diesem Kunden dann gemeinsam. Okay. So, und bei dieser Firma habe ich viel gelernt, habe mein Rüstzeug mitbekommen, gutes Rüstzeug, weniger gutes, aber hab natürlich auch Schattenseiten kennengelernt, die es absolut gibt, aber auch viele, viele gute Dinge, habe viele tolle Menschen kennengelernt, habe super liebe Kollegen und Kolleginnen in der Niederlassung damals in Wuppertal gehabt, aber irgendwann, wie das so ist, Bianca, nach ich glaube, da waren es 7 Jahren, hat mich unser Weg dann halt auseinanderdividiert und ich glaube, wir waren dann alle nicht mehr so zufrieden miteinander und dann zog es mich halt weiter. Ne? Okay. Du machst ja dein Geschäft nicht alleine, sondern du hast ja noch einen Partner oder eine Partnerin, oder? Ja, das ist die Frau Elfgard Grob. Die Frau Elfgard Grob wird aber jetzt Ende des Jahres, die ist nicht mehr in der Geschäftsführung tätig, die ist noch Gesellschafterin mit mir gemeinsam, scheidet aber auch dort Ende des Jahres altersbedingt aus. Okay. Weil sie ihren Lebensmittelpunkt auch nach Süddeutschland gelegt hat und jetzt wirklich nichts mehr mit dem Unternehmen zu tun hat. Und das kann ich auch nachvollziehen. Die haben einfach sich dafür entschieden, jetzt runter zu Herrn Söder zu ziehen. Okay, alles klar. Super. Also du hast dann praktisch dein Geschäft wann nochmal aufgebaut? Das war wann? Also die Firma JobExpress gibt es seit 2007. Damals von der Frau Grob als Einzelunternehmen gegründet. Ja. 2007, 8, 9 und dann sind wir 2010 zur GmbH geworden und ja, seitdem habe ich eigentlich dort die Geschäftsführung mit ihr gemeinsam und auch 50% des Unternehmens gehalten. Super. Du lebst ja mit deinem Geschäft von dem professionellen Recruiting, wenn man das mal so sagen darf, und der Vermittlung. Was hat dich denn damals dazu bewegt? Also sag mir jetzt, glaube ich, springen wir einfach mal 2016 oder 2015, das musst du mir nochmal genau sagen, überhaupt dich mit dem Thema Arbeitgebermarke auseinanderzusetzen? Also erzähl doch mal, wie hat denn das alles angefangen? Du, angefangen hat das eigentlich schon, ich muss jetzt nochmal kurzzeitig zurückspringen, bei dem Unternehmen seinerzeit in Wuppertal, als ich dort schon angefangen habe, ziemlich schräge und ziemlich merkwürdige Stellenanzeigen zu schalten, weil mir das alles zu vergleichbar war. Also suchte man für den guten Kunden, für den tollen Kunden, für den renommierten Kunden und so weiter. Und ich habe damals schon Beispiel als Deutschland, man kann es sich kaum vorstellen, die sind irgendwann mal bei der EM, ich glaube, es war 2004, sind sie in der Vorrunde ausgeschieden. Und ich hatte damals eine Stellenanzeige geschaltet in der WZ. Wir suchen neuen Bundestrainer und 11 neue Nationalspieler. Und außerdem noch kaufmännische Kräfte. Das kam damals ganz gut an und hat uns damals schon eine etwas erhöhte Anzahl an Bewerbern eingebracht. Kann ich mich noch lebhaft daran erinnern. Ja. So, aber 2015 war der ausschlaggebende Punkt. Das weißt du vielleicht ja nun auch, dass unsere Branche nicht immer nur glänzend dasteht, sondern von den Menschen, die sich noch nie wirklich damit beschäftigt haben und noch nie Einblick bekommen haben, ein Negativ-Image und Sklaventreiber, Menschenhändler und was weiß ich, was es da alles gibt. Und das hat mich immer schon total echauffiert und maßlos geärgert. Und ich sah irgendwann hier mit unserem Agenturchef, der diese zum Teil wirklich sehr tollen
Anzeigen für uns in Kooperation mit mir kreiert, ja. Habe dann gesagt, Mensch, das ärgert mich zu Tode. Dabei kann Zeitarbeit total rocken. Also Zeitarbeit, ja. Das Synonym für ist halt eine tolle Dienstleistung, wenn man sie vernünftig und ja. Religiös ausübt. Und da hatten wir die Idee, es war Anfang 15, hatten wir die Idee, dass wir dann durch meine Affinität auch zum Heavy Metal, zu der Musik, zur Rock-Musik, wer sich das bei dir auf der Seite anguckt, der weiß, dass ja. ich dann Motorhead-T-Shirt trage und es einfach ja, genau. nicht trage, weil es cool aussieht, sondern ich schon auf etlichen Konzerten war und ja. Ja, und grundsätzlich dieser Musik sehr, sehr zugeneigt bin. So, und ja. dann haben wir die Idee gehabt, dass wir diesen Spruch Zeitarbeit rockt auf eine Bühne bringen müssen und ein Rockkonzert machen. Ja. Und das ist dann tatsächlich 2016 zum ersten Mal der Fall gewesen in ja. in der Solinger Cobra hier. Das ist so ein Konzertveranstalter. Das Ding war restlos ausverkauft, es war rammelvoll, es waren über 600 Menschen da, die ja. mit uns gemeinsam gerockt haben. Und ja, das ist für mich, Bianca, ein Image-Ding, dass man eben sich ein bisschen abhebt von der Masse ja. der Personaldienstleister und einfach mal sagt, wir wollen der Rockstar unter den Zeitarbeitsfirmen sein. Ey, das ist ja cool, der Rockstar. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Wenn du mal zu uns kommst, dann wirst du direkt sehen, worüber wir da sprechen. Wir sehen unsere Leute, unsere Mitarbeiter, unsere Bewerber nie als Bewerber, ja. sondern das sind ja erstmal Menschen, die hier zu uns kommen ja. und aus ja. irgendeinem Umstand, den ja. wir vielleicht auch gar nicht selber zu verantworten haben, eine neue Herausforderung suchen, eine neue Stelle. Und ja. die werden hier alle wirklich auf Augenhöhe bedient. Hier wird, die kriegen alle einen Kaffee um, weiß ich nicht. Also hier wird niemals dieses Rollenspiel gespielt. Du bist der einen halben Meter ja. unter mir steht und ich bin der, ja. der hier was für dich tun kann. Nein, wir können, wenn, beide was für uns tun. Aber ja, vielleicht kommen wir da später nochmal. Das ist toll. Was ich ja klasse finde, also das weiß ich noch, wir haben ja 2016 ich glaube auf einer Messe haben wir uns ja. mal kennengelernt und dann hast du mir von dem Projekt erzählt und das fand ich damals schon sehr spannend und was ich noch viel, viel spannender finde, weil, und das ist auch das, warum ich dich eingeladen habe, ist, weißt du, es gibt ja so viele Einzelaktionen und Maßnahmen und da wird dann halt irgendwas gemacht und unter dem Etikett Employer Branding verkauft, ist aber letzten Endes nichts anderes als Kosmetik am Ende des Tages. Ich sage immer, der Meister Propper ja. des Personalmarketings. Und also, ne, weißt ja so diese Stockfotos, das kennst du wahrscheinlich auch. Und ja. Was mich ja begeistert ist, ihr habt ja das Konzert dann noch weitergeführt. Also genau. Ich glaube, das habt ihr immer noch bis jetzt auf Corona natürlich ausgesetzt. Genau. Ja. Und was hat dich denn da so begeistert, beziehungsweise dich dazu getrieben, das weiter zu verfolgen, das weiterzumachen, das weiter auszubauen, das weiter zu entwickeln und eben nicht nur bei diesem einen Thema, also bei diesem einen Konzert zu belassen? Weil das wiederum so ein One-Shot gewesen wäre, der uns nicht weitergebracht hätte. Mhm. Und ja. die Resonanz, also ich muss dir natürlich wirklich aus unternehmerischer Sicht natürlich sagen, wenn da 50 Peoples gekommen wären und ja. die hätten alle rumgemoppert, schlechte ja. Musik und schlechte, hätten wir es natürlich auch nicht mehr weitergeführt. Ja, aber die Resonanz war ja. so positiv, dass wir an dem Abend schon entschieden haben, das machen wir nächstes Jahr nochmal. Damals konnten wir aufs Jahr 2017 blicken ja. und haben es ja. dann nochmal gemacht. Und 17 haben wir 18 gemacht und 18 ja. haben wir 19 gemacht. Also das war uns klar, dass wir das einmal im Jahr machen müssen, um dort auch vielleicht mal außerhalb unserer Büroräume Menschen zusammenzuführen, wo wir vielleicht denken, Mensch, da kommt einer, das weiß ich, der ist, keine Ahnung, der ist Systemadministrator und ja. da ist ein Kunde von uns, der hat eine IT-Firma und Mensch, ja. stellt euch doch mal einander vor, das kann doch auch ja. so alles funktionieren. Das war dann im Endeffekt auch so eine ganz tolle, lockere Art der Vernetzung, die wir da erreicht haben. Und die Kunden ja. waren maßlos traurig, dass wir zum zweiten Mal verschieben mussten. Ja, das glaube ich. Im März sein, dann sollte es im September sein, aber wir kriegen das einfach nicht vernünftig abgebildet. Ja. Deswegen sind wir jetzt im April 21 mit der 15, 16, 17, 15, 16, 17, 18, 19, 20, mit der sechsten Ausgabe
unseres Konzerts. Toll, super. Also da gucke ich auf jeden Fall, dass ich komme. Ja, gerne, gerne. 16. April 2021 sollte sich das Infektionsgeschehen positiv entwickeln. Und da hoffe ich jetzt mal drauf und glaube auch dran, dann wird es dort in der Solinger Kura wieder rund gehen mit der Rebel Tell Band. Super. Du, es ist ja nicht nur das Konzert, also ich, wir sind ja auch auf Facebook vernetzt und da sehe ich auch immer deine tollen Anzeigen und was mich da eben auch begeistert, ist, du hast ja mit Plakaten auch schon gearbeitet und du probierst dich da ja auch immer wieder aus und was ich halt toll finde, ist, dass es immer so dieses Bild hat, also man weiß sofort Job Express so mit diesem X und ich finde auch die Sprache, die du sprichst, ist einfach total abseits von Schema F. Also ihr lasst euch da auch immer textlich was Besonderes einfallen. Wenn du jetzt sagst, also es gibt ja auch viele, die machen was und dann funktioniert das nicht. Du hast es ja auch gerade mit dem Konzert angesprochen. Woher nimmst du denn die Energie, immer wieder weiterzumachen, weiterzuentwickeln und auch mal Sachen auszuprobieren und vielleicht auch, wenn es nicht funktioniert, halt mal liegen zu lassen, beziehungsweise was treibt dich denn da an? Also da treibt mich erstmal meine eigene Kreativität an. Ja, okay. Die Ideen, die ich entwickle, die kommen einfach so und das wäre, und dann denke ich manchmal selber, das ist jetzt viel zu schade, um es nicht auszuprobieren. Gut. Es muss eben immer nur in unser Schema passen. So, ja. Es muss in unser Schema passen und das ist mir ganz wichtig. Wir müssen uns damit identifizieren können. Also wir müssen es auch tatsächlich leben, was wir nach außen hin darstellen. Und das bringt alles nichts. Das sage ich ja immer, wenn wir den Rocker nach außen abbilden und von innen aber Howard Carpendale sind oder Helene Fischer, nichts gegen die Dame, die sieht sehr gut aus, aber es ist halt nicht unsere Musik, dann wären wir nicht authentisch, dann wären wir nicht echt. Und wir sind hier einfach sowohl im Gespräch, in der Mitarbeiterbetreuung, zu den Kunden hin, wir sind halt sehr unkonventionell. Ja. Und sind nicht die gelackten Anzugträger, sondern wir sind einfach wir. Und immer, wenn du mich triffst, wenn du dich jetzt mit mir hier unterhältst, oder bei Rewe, Edeka, Aldi, Lidl, Penny, habe ich einen vergessen, nee, das nicht, dann sind wir, dann rede ich da genauso mit dir. Ne? Aber es treibt mich dann auch noch an, dass ich an meiner Seite wirklich eine tolle Agentur habe und wir einfach, ich auf Zuruf diese tollen Ergebnisse bekomme, weil Grafiker und Designer bin ich natürlich nicht, aber ich habe so viele Ideen immer und da gehört auch einer dazu, der dann vielleicht auch mal sagt, das macht doch, lass das mal bleiben, das ist nicht gut oder das müssen wir machen, das ist total cool, was du da. Also das treibt mich an. Sehr schön. Du, ich merke das ja schon an deiner Energie. Ich glaube, du ziehst da auch deine Kollegen mit und alle müssen da mitmachen, beziehungsweise wollen auch. Das ist echt total toll. Das ist so. Jetzt beispielsweise, Bianca, ganz, ganz aktuell habe ich für unseren Lokalfunk habe ich einen Radiospot selber eingesprochen. Cool. Den ich aber nicht einfach so dann zur Sendung freigebe, sondern den hier wirklich abspiele. Ja. Und die Leute hier frage, könnt ihr euch damit identifizieren oder ist es euch unangenehm, ist es euch peinlich oder findet ihr die selber cool? Denn nur dann erreiche ich ja genau das, wenn man mich dann da irgendwie im Radio hört oder so und die dann denken, oh Gott, was hat er denn da gemacht? Der Chef ist so peinlich, ne? Ja, der ist ja total gaga jetzt. Dann wird es dann kontraproduktiv. Und ich möchte halt einfach nur mit den Leuten hier auf Augenhöhe, weil es eben... Ich sage das heute auch ganz oft, Bianca, es sind ja nicht meine Mitarbeiter, sondern es sind ja immer noch meine Kollegen, die zwar ihr Geld hier verdienen, aber zu denen ich immer ein kollegiales Verhältnis habe und das auch wirklich beibehalten möchte. Ja. Dieses Thema Kollegen hast du ja weitergeführt in deinem neuen Konzept. Also du hast das ja alles weiterentwickelt und alle reden ja auch immer von Digitalisierung und neuen Geschäftsmodellen. Das hast du ja irgendwie weitergeführt, das Thema Kollegen. Erzähl doch mal. Ja, das Thema Kollegen haben wir weiterentwickelt, insofern, dass wir wir sind seit September 18, ich fange mal am besten so an, September 18 stricken wir schon
an einer Digitallösung, also am digitalen JobExpress. Ja. Der Name ist Expresso. Und da war uns aber auch immer ganz wichtig, dass wir abseits der großen Bewerberdatenbänke und Bewerberplattformen, auf der sich laut eigener Erfahrung, ich habe das auch genutzt und ja, war nicht wirklich angetan, weil es unheimlich viele Karteileichen gab auf diesen Plattformen, oder die Kontaktaufnahme hat nicht funktioniert. Es war nicht das, was du da gelesen hast, spiegelte sich dann tatsächlich in dem Lebenslauf wieder oder im Gespräch wieder. Ja. Und mir ist wichtig, mir war damals wichtig und mir ist wichtig, dass wir eine Plattform schaffen und noch nicht mal eine Datenbank. Das Wort Datenbank ist einfach furchtbar, weil wir ja da zwar Daten verwalten, aber es geht ja da auch wieder um Menschen, dass wir es schaffen, etwas zu kreieren, auf dem du, wie formuliere ich das jetzt, keine Überraschungen erlebst. Das heißt, wir haben die Symbiose aus digitaler Schnelligkeit und der digitalen Erreichbarkeit. Ja. Also 24/7 kann der Kunde dort nach dem passenden Kollegen suchen, nach der passenden Kollegin suchen. Aber nicht ohne mit uns vorher nochmal zu sprechen, weil für uns es sehr, 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 sehr wichtig ist, dass es nicht nur die fachliche Komponente gibt, sondern auch die menschliche Komponente. Und das ist nicht nur dahergefaselt, sondern der Kunde soll wissen, wenn er da jemanden sieht, der auch dann wirklich parat steht, passt der zu mir, passt der zu meinem Unternehmen oder passt der vielleicht nicht? Ist das eine selbstbewusste Kollegin, die vielleicht zu einer dominanten Chefin vielleicht gar nicht so passt? Ja. Oder wie spielt sich das da ab? Deswegen, es wird keine anonymisierte Datenbank, sondern Expresso ist eben die Empathie eines menschlichen Gesprächs gepaart mit der digitalen Schnelligkeit. Okay, so. Also du verbindest sozusagen die analoge und die digitale Welt miteinander. Genau. Und wichtig ist eben, dass wir keine Bewerber vermitteln, sondern dass wir tatsächlich immer auf Augenhöhe Kollegen vermitteln wollen. Also das ist für mich so die Begrifflichkeit, die am ehesten noch dieses Gleichheitsprinzip so darstellt, ne, der Kollege. Und der ist halt sehr gut. Das klingt total spannend. Wann startet das Projekt genau online? Das geht online in einer regionalen Version hier im Oktober diesen Jahres. Wir sind jetzt tatsächlich in den allerletzten Zügen und verschärfen jetzt so ein bisschen unsere Werbekampagne heute gerade. Nee, gestern ist schon mal wieder was aufgetaucht in den sozialen Medien. Ja. Aber ab Oktober geht's dann raus. Da drücke ich dir ganz fest die Daumen, dass das Projekt zum Erfolg wird, weil das klingt wirklich spannend. Und was mir da auch wieder gefällt, ist, dass du dich da abhebst von den üblichen Bewerberdatenbanken, weil so wie du sagst, also man zwingt ja fast schon die Leute durch den Begriff in eine Positionierung, die gar nicht verdient hat, weil am Ende des Tages will ich ja, dass ich mit Menschen in meinem Unternehmen arbeite, die ja mit mir zusammen profitable Ergebnisse bringen. Und nicht hier in der Bittstellerposition hier irgendwelche Aufgaben ausführen. Ne? Genau. Ich denke, da sind wir uns auch, sage ich mal, aus der unternehmerischen Perspektive in jedem Fall einig. Du, ich habe eine Frage. Wenn du jetzt jemanden, raten würdest, als Unternehmer solche Themen anzugehen beziehungsweise auch weiterzuentwickeln, ist ja auch immer eine Frage, viele scheuen den Aufwand und sagen, ach, das brauche ich ja gar nicht, das rechnet sich ja gar nicht. Wie ist denn da deine Einstellung dazu? Was würdest du denn unseren Zuhörern da gerne auf dem Weg mitgeben? Also ich würde tatsächlich sagen, dass wenn man etwas zu vermitteln hat, was vielleicht so ein bisschen ungewöhnlich ist, aber nur dann, wenn man etwas hat, von dem man glaubt, dass andere es vielleicht nicht so haben oder es nicht zeigen, dann sollte man das machen, und das kostet auch nicht viel Zeit und auch nicht viel Geld, denn man transportiert diese Informationen auch zum großen Teil selber. Ja. Was wichtig ist, dass es nichts Gekünsteltes sein sollte, nicht sein darf, weil man sich vielleicht am Markt orientiert und sagt jetzt beispielsweise, nehmen wir mal einfach, also Heavy Metal ist gerade total in und lass uns jetzt mal einen hier auf Hardrock machen. Ja, ja. Wenn man es nicht macht, ist es sinnlos. Ja. Es ist einfach sinnlos, weil man
muss diese Information transportieren können. Es ist genauso, Bianca, im Gespräch, wenn wir Kandidaten hier haben, denen wir eine Stelle beschreiben, und ich sage beschreiben, sage bewusst nicht verkaufen, wir sagen immer die Information so, wie sie auch beim Kunden zu erwarten ist. Ja. Oder wir sagen dem Kunden, wir beschreiben dem Kunden, den Kandidaten genau so, wie er ist. Und wir sagen auch manchmal, lass das, das bringt nichts, das passt nicht zu dir, du wirst dort nicht glücklich. Also man sollte auch im Gespräch immer genau das sagen, was auf jemanden zukommt. So ist das. Und in der Außendarstellung, man sollte nur das transportieren, was man auch wirklich ist. Okay. So, aber das muss man dann auch machen, weil man sich so von den anderen abheben kann, von der großen Masse, der in unserem Bereich Personaldienstleister, die, wo ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen möchte. Nein, das machen wir nicht. Du machst so tolle Sachen und das ist doch gut so. Und ich denke, vielleicht kann man den einen oder anderen hier wirklich auch dazu inspirieren. Und ich denke, weil wir ja auch das Thema echte Arbeitgebermarke hatten, also so wie du mir das jetzt auch beschreibst, dass du Menschen auch sagst, Mensch, das passt vielleicht auch nicht so für dich, dann ist das ja aber auch wirklich was Gelebtes, was Authentisches. Und dann geht es eben nicht nur um den kurzfristigen Gewinn, hier zu sagen, hey, ich verkaufe dem eine Stelle, ne, dem Mitarbeiter eine Stelle oder dem Kandidaten eine Stelle und dem Arbeitgeber verkaufe ich halt irgendeinen Bewerber. Hauptsache Deckel drauf und irgendwie wird da schon Umsatz rumkommen, sondern auch langfristig das Ganze angelegt. Und da entwickelst du dich ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, noch aus unserem Vorgespräch her, auch ein bisschen von der Zeitarbeit weg. Wie kam das? Du, ja, ich gehe ein Stück weit weg, weil wir uns, wir haben das auch im Vorgespräch gesagt, Weiterentwicklung ist ja ein großes Thema. Und wir haben für uns hier festgestellt, dass wir uns jetzt verstärkt um die Bereiche Büro, Engineering kümmern möchten und so ein bisschen weg wollen. Und das soll überhaupt gar nichts aussagen gegen eine bestimmte Gruppe der Beschäftigten. Wir möchten so ein bisschen weg von der Sparte der Produktionsmitarbeiter, weil dort bist du einfach in diesem großen Schwimmbecken der anderen. Und da geht es meistens über Stundenverrechnungssätze. Austausch und Preis, ne? Also, genau. Und das hast du in anderen Bereichen wiederum nicht. Ja. Aber wie gesagt, ganz, ganz wichtig, nichts gegen diese Klientel, überhaupt nicht. Die mag ich genauso. Damit bin ich groß geworden. Damals wirklich tolle Menschen zum Teil dabei. Aber es macht halt nicht so viel Spaß wie die Vermittlung von einer qualifizierten Kaufmenschenkraft, sagen wir das mal so. Ja gut, da ist ja deine Plattform auch erst recht dazu geeignet. Genau. Weil ich denke, solche Menschen haben ja auch andere Ansprüche auch an das Thema, an einen neuen Arbeitsplatz und so weiter. Und da geht es eben, so wie du auch angesprochen hast, darum, das langfristig eben auch anzulegen. Bianca, und du hast wirklich zum Teil, das weißt du ja auch, du hast ja auch Bewerbungsgespräche geführt, bis der Arzt kommt. Du hast ja manchmal Bewerber vor dir sitzen, die es höchstwahrscheinlich ohne Unterstützung nicht schaffen. So die wo du vielleicht denkst, Mensch, also wirklich so ein netter Kerl, der sich vielleicht einfach nur schlecht verkaufen kann. Ja, absolut. Da muss ich mich gerade an was erinnern. Ach, ich weiß sogar noch, wie der hieß. Wenn ich das kurz einwerfen darf, da hatte ich Callcenter, also einen Auftrag für ein Callcenter. Und da hatte ich einen jungen Mann, der hieß Aydin. Ja. Der konnte sich super verkaufen, aber irgendwie von den Klamotten her war, weiß ich nicht, hat das irgendwie nicht zu dem Ganzen gepasst. Und ich habe da auch wirklich das so wie du eben auch, ne, ganz offen angesprochen und gesagt, Mensch, alles prima, nur da müssen wir halt doch ein bisschen was ändern. Und das war so nett. Der hatte ein Vorstellungsgespräch, habe ich ihm organisiert. Und dann kam der vorher zu mir ins Büro rein, geschniegelt, gebügelt. Ja. Der duftete halt wirklich, ich weiß nicht, ob der da eine ganze Flasche Aftershave ausgekippt hat, aber auf jeden Fall, gut duftend und geschniegelt und gebügelt und fragte mich noch, Mensch, Frau Traber, ist das denn so in Ordnung? Ja, und zeigte seine Mappe und dass er sich vorbereitet hat.
Und das fand ich so toll. Und ich denke, so wie du auch sagst, dass man Menschen, die vielleicht da einfach noch ein bisschen Startschwierigkeiten haben, da einfach auch unterstützen kann. Definitiv, definitiv. Und das sind ja dann so, siehst du, und du hast den auch so parat, weil der vielleicht auch ja dich emotional auch bewegt hat. Das ist ja auch toll, wenn der dann noch zu dir ins Büro kommt und dir dann so zeigt, hier, gucken Sie mal, ich habe mich extra hier in Schale geworfen. Das ist doch toll, das ist doch eine Belohnung für deine Arbeit. Ja, das musst du mal überlegen. Ja, ja. So nach so langer Zeit kann man sich da noch dran erinnern. Sehr schön. Ja. Ach, da habe ich auch, oh Gott, wenn wir jetzt, da können wir eine eigene Folge machen über Mitarbeiter, die mir hier im Kopf hängen geblieben sind, die über uns tolle Jobs bekommen haben. Ja. Das ist schon, das macht das Ganze ja auch so schön, tatsächlich. Ja. Also ich sage ja auch immer, in meinen LinkedIn-Posts schreibe ich ja auch immer rein, die Welt ist kein Schlachthof. Ui. Soll ja nichts anderes bedeuten, dass man die Arbeitnehmerentlassung, die ja ein kurzer Exkurs hier zur Firma Tönnies, okay. Dass die Arbeitnehmerentlassung da nun wirklich überhaupt gar nichts mit zu tun hatte. Ja. Und es da um ganz andere Konstrukte ging, aber das ist ja etwas, du gerätst halt eben so schnell in diesen Strudel rein, so schnell kannst du dich gar nicht mehr da rausfallen. Also das ist die Zeitarbeit, wenn man sie seriös macht und wenn man sie gut macht und auf Augenhöhe macht, ist eine wirklich ganz, ganz tolle Dienstleistung, finde ich. Daniel, das ist doch ein schönes Schlusswort. Und ich wünsche dir auf jeden Fall von Herzen wirklich alles, alles Gute mit deinem Projekt und dass ihr euren Weg weitergeht und dass ihr euer Konzert auch hinbekommt im neuen Jahr und da einfach deine Ideen und Vorstellungen und deine Vision auch vielleicht von einer, ich sag jetzt mal, besseren Arbeitswelt, das klingt jetzt so super dramatisch, aber ich denke, das geht ja schon auch in die Richtung, dass man einfach was anders macht und besser macht. Weil nur anders machen bringt's ja auch nicht. Ne? Es muss ja auch irgendwo einen Mehrwert schaffen für deine Kunden, für dich als Geschäft und eben auch für die Mitarbeiter. Und ich denke, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ist genau das, was du machst. Also du schaffst einfach Mehrwert und das finde ich großartig. Und da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen für deine Projekte und wünsche dir einfach weiterhin alles, alles Gute und bedanke mich recht herzlich, dass du da warst. Ich habe mich zu bedanken, auch dafür, Bianca, dass das Thema Corona jetzt fast gar keine Rolle gespielt hat. Vielen herzlichen Dank dafür. Ja, sehr gerne. Einmal, weil jetzt auch der Zeitpunkt gekommen ist, vielleicht mein Schlusswort mal, dass man nicht nach hinten guckt und dann sagt, was hat das mit mir gemacht? Ja. Sondern einfach jetzt nach vorne guckt und einfach sagt, Mensch, lass uns weitergehen. Die Reise ist noch lang. Ja. Und die kann spannend sein und die wird auch beschwerlich werden mit Sicherheit. Aber wenn man sie annimmt und aus Herausforderung nimmt, dann wird das bestimmt eine sehr, sehr coole und abenteuerliche Reise werden. Ja, auf jeden Fall. Dann lass uns auf jeden Fall gesund bleiben. So machen wir das. Prima. Mensch, Daniel, ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Danke. Und nochmal ganz, ganz lieben Dank für deine tollen und offenen Einblicke und auch für die Impulse, die du hier mitgeben konntest und für den einen oder anderen, der sich da vielleicht auch ein bisschen was für sich mitnehmen kann. Genau. Und wenn es Fragen gibt, jederzeit gerne Facebook, Instagram und was weiß ich. Ne? Ja, genau. Ja, ich verlinke auf jeden Fall auf deine Homepage. Das mache ich. Alles klar. Lieben Dank dafür. Prima. Gerne, Daniel. Dir noch eine schöne Woche. Ciao. Danke. Ciao. Ciao. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Sie konnten aus der Folge wieder wichtige Impulse für Ihre Praxis mitnehmen. Und wenn es nur der Punkt ist, dass es sich lohnt, sich selbst treu zu bleiben. Zum Podcast. Sie haben Wünsche, Anregungen, Feedback oder eine Empfehlung zum Podcast oder zu dieser Folge, dann schreiben Sie mir eine Mail an gamechanger@diemehrwertfabrik.de. Wenn Sie Ihre Expertise rund um eine profitable HR weitergeben möchten, buchen Sie ein Vorgespräch über die Webseite www.diemehrwertfabrik.de/podcast. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne und produktive Zeit.